Schönen guten Abend aus St. Peter-Ording. Ich bin hier gerade unterwegs. Ich bin mit einer Fotofreundin da. Die steht gerade da hinten. Das ist die Silvia Grimpe. Verlinke ich euch mal Instagram. Und ich bin heute in Böhl. Böhl ist eigentlich von St. Peter-Ording so das ziemlich das letzte Eckchen. Weil eigentlich das spielt sich alles eigentlich da hinten ab. Aber ich bin, ja, da kommen wir gleich zu. Eigentlich da hinten, da ist eine Pfahlbaut, ein Pfahlhaus, Salt and Silver nennt sich das Ganze. Und wir sind heute hier wegen dem hier. Das ist ein Rettungspodest. Dieses dient halt dazu, um sich zu retten, wenn man mal in Seenot gerät. Also man macht Wattwanderung, kommt nicht mehr rechtzeitig zurück, dass man hier raufgehen kann. Und ja, dafür gibt es halt dieses Rettungspodest hier, schön mit Strandkorb drauf. Aber jetzt muss ich euch doch gleich mal was zeigen. Das ist ein Rettungspodest. Da steht drauf, betreten verboten. Wie soll man das jetzt deuten? Hilfe, Hilfe, ich ertrinke, aber ich darf nicht auf das Rettungspodest gehen. Oh, ja, dann ertrinke ich halt lieber. Ja, gut, wir sind jetzt also hier, haben hier, wenn ihr das hier schon im Hintergrund seht, hier sind überall, das ist alles voll, überall Pfützen. Also, wo ich mich drehe und wende, überall alles voll mit Pfützen. Das ist ein Eldorado für Spiegelungen. Also, das wird heute der absolute Hammer, glaube ich. Ich muss euch mal unser Zeltlager zeigen. Weil wir haben hier natürlich sehr viel Matsch und haben uns erst gedacht, scheiße, was machen wir denn mit den ganzen Fotoausrüstungen, wenn wir hier jetzt stehen und ganze Zeit Kamera, Rucksack auf dem Rücken, ist blöd. Und dann fiel mir ein, ach, ich habe zu Hause ja noch eine IKEA-Kiste, die ich damals am Wattwasserfall benutzt habe. Ja, die liegt immer noch zu Hause. Aber ich habe noch zwei Campingstühle, richtig geile Teile. Die haben uns jetzt genommen und da stehen jetzt unsere Klamotten, unsere schön sturmflutsicher. Ja, dann kann die nächste Sturmflut jetzt kommen. Gut, wir bauen jetzt mal so ein bisschen auf gleich. Wir gucken mal nach Motiven und ja, hoffen, dass das Wetter uns hold ist. Call me out, tiger. Call me out, why don't you love? Lift me up higher above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I wanna fall. Ja, ich habe jetzt mein erstes Motiv hier mal so eingerichtet und zwar habe ich jetzt hier den Rettungsturm so ein bisschen in die linke Drittellinie reingeschmissen und wie ihr seht, haben wir hier ja schon ordentlich ordentlich Feuer im Himmel, also ich glaube, das wird heute echt gut und ja, jetzt habe ich mit einem ND 3.6 über 2 Minuten belichtet und das ist dabei rausgekommen. Thank you.
oh, hier ist was los. Da hinten, da wird geritten. Ne? Also da sind Reiter auf dem Strand, irgendwo da hinten. Und da ist ein Hundebesitzer, der hat wohl gerade seinen Hund so ein bisschen außer Kontrolle verloren. Der ist komplett den Pferden hinterher. Er ruft immer nur, Poldi, Poldi, und der Hund hört nicht. Also wohl, da läuft er jetzt wieder zurück, so viel ich weiß. Aber da geht ja auch der Kackstift, glaube ich, wenn ihr deinen Hund abhaut und der reagiert auf gar nichts mehr. Ja, deswegen habe ich keinen Hund. So, während meine Kamera gerade da hinten belichtet, muss ich noch mal eine Schuld begleichen. Und zwar, es ist, glaube ich, wir haben jetzt 2023, das muss 2021 gewesen sein. Da bin ich in St. Peter-Ording gewesen an der Silbermöwe. Und da hat mich ein Hobbyfotograf angesprochen. Und es stellte sich heraus, dass er hier in der Nähe Ferienwohnungen hat und auch ein Buch geschrieben hat über Fotospaziergänge am Meer, speziell St. Peter-Ording. Ja, dieses Buch hat er mir kostenlos zur Verfügung gestellt, unter der Bedingung, dass ich natürlich mal ein bisschen Werbung dafür mache. Ne? Und ich habe es mir so häufig vorgenommen und ich habe es immer zu Hause vergessen. Jetzt bin ich hier in St. Peter-Ording und was halte ich hier in den Händen? Ich halte sein Buch in den Händen. Ja, und da will ich mal ganz kurz, ja, es ist jetzt schwierig. Also es ist ein tolles Buch. Er hat schön gestaltet. Er hat das so nach Ortsteilen gestaltet. Was kann man da fotografieren? Er hat hinten einen Kalender eingebaut quasi. Was kann man, hier ein Fotokalender, welches Motiv ist zu welcher Jahreszeit möglich? Das ist richtig genial. Also Sonnenaufgänge, wo finden sie statt und wo sollte man am besten sein und hast du nicht gesehen? Das ist ein richtig cooles Buch. Also kann ich euch nur ans Herz legen, 144 Seiten, ich sehe hier gerade 19,99 €. Und wo ihr dieses schöne Buch bekommt, das verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ja, lieber Volker, jetzt habe ich endlich meine Schuld beglichen. Hat ein bisschen gedauert, tut mir leid, ich habe es immer wieder vergessen, aber ne, wie soll man sagen, Wettschulden sind Ehrenschulden, das muss man auf jeden Fall nachholen. Habe ich jetzt gemacht und ich hoffe, du bist glücklich. Ne? Ich hoffe, deine Verkäufe gehen dadurch ein bisschen hoch. Und wie gesagt, es ist ein schönes Buch. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man öfters mal hier in St. Peter-Ording in der Nähe ist und immer wieder mal fotografieren möchte. Man weiß nicht, was soll man hier fotografieren, weil es ist auch ganz schön weit hier. Also wenn man mal so sieht, man kann hier kilometerweit laufen, man könnte Fahrrad fahren, reiten, Flugzeug fliegen, keine Ahnung. Es ist so unendlich weit hier. Das ist schon mal ganz gut, wenn man weiß, wo man hin soll. Ne? Und deswegen kann ich euch dieses Buch wirklich ans Herz legen. Ja, Werbeblock Ende. So, ich habe hier eben schon mal geguckt und hier habe ich mir mit der Hacke eben ein Kreuz gemacht. Und da will ich mich jetzt hinstellen und mal gucken, was hier so geht. Ja, so. Ungefähr hier probieren wir das mal aus. So. Es ist Umzugstag. So, ich habe meine Position mal gewechselt und bin jetzt ein bisschen weiter links. Ich habe jetzt das Sonnenlicht, seht ihr, das ist jetzt auf der linken Seite, eben war es ja noch rechts. Ja, habe jetzt mal hier was gefunden und zwar seht ihr hier unten so eine kleine süße Landzunge, die zeigt so ein bisschen, kommt so ein bisschen aus der rechten unteren Ecke. Ja, da werde ich gleich mal eine Langzeitbelichtung machen. Ich denke mal wieder so um die 2 Minuten und mal sehen, was draus wird. So, da hinten fängt es allmählich so richtig an zu brennen und
Kleiner Nachtrag zu der Geschichte mit den Stühlen. War eine scheiß Idee. Meiner ist eben hier vorne, bin eben umgezogen und hier vorne ist es natürlich ein bisschen matschiger. Und ja, der ist dann eben umgefallen. Hinten war natürlich, im Rucksack war das Fach auf, Objektiv rausgekullert und oh nee, du, alles was passieren kann, passiert da natürlich. Naja, gut, ich belichte jetzt gerade eine Minute und mal sehen, ob das jetzt was wird. Das geht richtig ab jetzt hier. Wenn jetzt gleich die Sonne so richtig unten durchkommt, dann kann das sein, dass der Himmel so richtig brennt. Also so, jetzt will ich mal sagen, haben wir schon fast den finalen Schuss hier erreicht. Also das sieht schon richtig, richtig, richtig geil aus. Ich habe jetzt den Rettungsturm so ein bisschen auf der rechten Seite. Ich filme jetzt gerade mit der R5 im Hochformat. Ihr müsst euch natürlich denken, sie filmt natürlich in 16:9. Also fehlt hier links und rechts ein bisschen was. Und wie ihr seht, habt ihr da unten, da hinten so einen richtig geilen Streifen am Himmel, am Horizont. Und das ist einfach nur Hammer. Also das muss man sich mal geben. Jetzt habe ich gerade einen 06 Soft drauf. Ich muss mal gucken, ob das in Ordnung geht. Aber es sieht schon mal richtig geil aus. Jetzt vielleicht noch eine Langzeitbelichtung und dann haben wir eigentlich unseren Soll erfüllt. Also ein Bild pro Shooting, pro Fototour und dann haben wir es. Ja, und wie sieht die Vorhersage von Viewfinder aus? Also ich glaube, die kann sich sehen lassen. Und selbst wenn wir jetzt auf die Sichtbarkeit Himmelsröte gehen, sind wir jetzt hier so ein bisschen in dem leicht grauen Bereich, sagen wir mal so 60-70% Wahrscheinlichkeit auf Abendrot. Und das, was ich da am Himmel gerade sehe, das ist 120%. Auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch mehr. Und während ich euch eben das noch erzählt hatte mit Viewfinder, ist meine Langzeitbelichtung mit 30 Sekunden fertig geworden. Und Hammer. Ja. Jetzt warten wir trotzdem noch mal ab, ob hier sich noch ein bisschen was tut. Hoffen wir mal. Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber schön wäre es trotzdem. Das ist jetzt doch nicht die Langzeitbelichtung, von der ich eben im Video geredet habe, denn leider ist mir hier ein fataler Fehler passiert. So wie es oft an der Nordsee passieren kann, ist mir das Stativ im Schlick so ein bisschen eingesunken und man sieht es leider im Bild, man hat so Geisterkonturen. Letztendlich finde ich das gar nicht so schlimm, weil das normal belichtete Foto hat auch seinen Reiz. So, das war der Sonnenuntergang. Das, was wir jetzt da sehen, ist natürlich noch der Reaktorunfall danach quasi. Und ja, hat sich gelohnt heute auf jeden Fall. Ihr möchtet euch Filter kaufen, habt aber absolut keinen Plan, was ihr euch kaufen sollt, dann schaut doch mal auf meine Webseite. Da habe ich euch einen sehr umfangreichen Blogartikel geschrieben.
Es geht anfangs um ND-Filter, um einfache Langzeitbelichtungen zu machen. Da erkläre ich euch denn, welche Stärken ihr euch am besten kauft. Und wenn es später noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen soll und ihr möchtet euch ein Filtersystem kaufen, auch da findet ihr ausreichend Informationen. Dort findet ihr Informationen über Verlauffilter, welche Arten von Verlauffiltern es gibt und welche Stärken euch am besten später kauft. Ja, und zu guter Letzt könnt ihr über mich dann auch einen 7% Gutscheincode von meinem Filterpartner Nisi bekommen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mann, der Himmel, der brennt ja noch ein bisschen. Also ich glaube, wir sind hier noch nicht so ganz fertig. Aber ich finde eigentlich meinen Vordergrund, den finde ich richtig nice. Aber vielleicht mache ich ein bisschen mehr Himmel. Also, dass ich quasi den, zeig euch das mal. So, ich muss mal ein bisschen hochpushen hier. Und ne, jetzt habe ich den Horizont so ungefähr auf einer Drittellinie, ein bisschen darüber. Und aber der Rettungskasten ist auf der Drittellinie. Ja, und jetzt machen wir da schnell noch mal ein Bildchen von. Also richtig, das Feuer ist ein bisschen vorbei schon wieder, aber trotzdem war geil. Also ich bin echt begeistert. Also habe das auch schon lange vorgehabt. Also Böhl, da hat man alles ein bisschen mehr zusammen. Ne? Also da hinten gibt es einiges, wo man rumspielen kann. Und ja, hier weiter draußen sind da hinten noch ein paar Bojen. Die muss man natürlich genau abpassen mit dem Tidenstand, wann man da hingeht. Und ansonsten, ja, halt da hinten Pfahlbauten, vielleicht eher bei Flut. Und da hinten ist auch noch so ein bisschen Seegras, also kleine Inselchen mit Seegras. Also das ist auch nicht schlecht. Also da muss man wahrscheinlich aber immer gerade, wenn Flut war, wenn das abläuft, dass man da schön unversehrten Boden hat, dass man da keine Fußspuren drin hat. Das wäre vielleicht nochmal ganz cool. Ja, nett, cool, bin begeistert. Ja, ein Bild habe ich dann wohl noch gemacht, aber da hat man schon gemerkt, das war schon so am Ende jetzt. Ja, jetzt ist dieses Video damit dann auch am Ende. So, ich drehe euch nochmal so schön zum Motiv hin. Ja, Bilder sind natürlich richtig cool geworden. Also die Viewfinder-App hatte heute wieder richtig gut ins Ziel geschossen. Also Hut ab, war richtig perfekter Treffer. Also deswegen kann ich euch die App wirklich nur empfehlen. Und ein kleines Geheimnis. Bei der Viewfinder-App gibt es bald eine richtig geile neue Funktion. Die kommt bald. Und das ist der Wetteralarm. Da könnt ihr euch eine Region markieren. Und dann sagt euch Viewfinder irgendwann im Laufe des Tages, du solltest vielleicht heute Abend mal da hinten fotografieren gehen. Ich glaube, es wird gut. Ne? Also, und das ist doch schon mal eine richtig geile Funktion. Ne? Naja, wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich gerne ein Like dalassen. Und auch übrigens, ihr seht, dass ich irgendwie immer so ein bisschen am Objektiv vorbeischaue. Ne? Das liegt an der neuen 6700, die hat das Display ja an der Seite. Eigentlich müsste ich das Display wo einklappen, dann gucke ich nämlich automatisch so jetzt ins Objektiv. Bei der 6400 war das ja oben drüber und da habe ich eigentlich nur immer oben drüber geschielt. Naja, gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne auch abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, euer Dennis.